Dieses Video ist speziell für die Bullen, die natürlich gute Laune haben. DAX heute die 20.000er Marke geschafft, mal drüber gesprungen. Die Laune ist bestens, die Euphorie ist riesig. Man hofft auf Trump seitens der Wall Street. Was soll da schon schief gehen? Und die Europäer steigen gleich mit, respektive der DAX, trotz aller Probleme mit Frankreich. Aber ich will mal einen größeren Zusammenhang hier zeigen. Und das heißt nicht, dass die Kurse heute oder morgen nicht mehr steigen. Ich will einfach mal eine Einordnung geben, wie der Kontext ist, in dem all das passiert. Und ich sehe meine Aufgabe nicht darin, Ihnen zu sagen oder zu versuchen, etwas zu prognostizieren, was heute oder morgen mit den Kursen passiert, sondern ich versuche, ein Umfeld zu zeigen, ein Ambiente zu zeigen, in dem wir uns an den Finanzmärkten auch im politischen und wirtschaftlichen Kontext bewegen. Das habe ich jetzt vor und wir starten mal mit diesem Video mit dem Titel Aktienmärkte, Euphorie, Allzeithochs und der schwarze Schwan, denn es gibt eine ganze Menge Leute, die sich für diesen Fall zuletzt abgesichert haben, für diesen schwarzen Schwan, dazu gleich mehr. Wir starten erstmal mit der Year-to-Date-Performance und das ist die beste seit 1998. Also, beste aller Welten, da kann nichts schief gehen. Hier sehen wir diese dunkle Linie, das ist aktuell und Stand jetzt wäre das praktisch die stärkste Rallye eines Jahres seit 1998. Und hier unten sehen wir mal, wir sind ja im letzten Jahr schon über 24% gestiegen, im S&P 500 sind jetzt über 26% im Plus. Wir hatten in den 90er Jahren, das sehen Sie oben hier, die sind 95, 96, 97, 98, also auf dem Weg zum Platzen der Dotcom-Blase hatten wir ähnliche Resultate, jeweils über 20%. Also das ist schon ziemlich außergewöhnlich, was passiert aktuell. Wir haben derzeit eben nicht die Dotcom-Blase, sondern die KI-Blase, die allerdings so ein bisschen müde geworden ist, wie wir gleich sehen werden. Und hier sehen wir nochmal die Euphorie der Investoren hier befragt, was die Aktienmärkte in einem Jahr gemacht haben werden. Ist ein neues Allzeithoch derjenigen, die sagen, es wird steigende Kurse geben. Es gab in der Vergangenheit, wenn wir diese Extrembereiche erreicht haben, gemixte Resultate. Wir hatten es durchaus auch, dass es dann nochmal weiter gestiegen ist eine Zeit lang. Aber wir haben auch Situationen gesehen, wo dann kurz danach die Wende kam. Ohnehin sehen wir, das ganze Geld fließt in die USA. Hier sehen wir mal Anteil des MSCI World Market Index oder Kapitalisierung. Die USA gehen immer weiter nach oben, alles andere nicht so wirklich. Und diese extreme Fixierung auf die USA, die ist ja jetzt en vogue und man denkt, ja, mit Trump wird das alles so weitergehen. Ich behaupte das Gegenteil. Es wird mit Trump viel schwieriger werden. Es wird sehr problematisch werden. Ganz im Gegensatz zu dem, was derzeit angenommen wird, eben mit Deregulierung, mit Steuersenkungen etc. Aber all das wird eine Schattenseite haben. Hier sehen wir nochmal diesen Euphoriometer. Auch auf Niveaus never ever seen before. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass es heute oder morgen oder vielleicht auch nächste Woche nach unten geht. Hier sehen wir mal, was in diesem Jahr passiert ist. Eine Nvidia 179%, Microsoft nur 14%, Apple 24%. Die großen Tech-Werte waren es, die vor allem hier gezogen haben. Also schon ziemlich sportlich. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Insider so stark verkaufen wie never ever before. Warum tun sie das? Insider sind diejenigen, die innerhalb einer Firma an entscheidender Position sitzen, eben die Dinge sehen, die da passieren. Warum passiert das, während alle da rein wollen? Warum passiert es, dass wir den Skew? Der Skew ist im Prinzip ein Maßstab für das Absicherungsbedürfnis gegen extrem negative Ereignisse. Das heißt, wenn der Skew hoch ist, dann ist es sehr teuer, sich abzusichern und es besteht ein großer Bedarf, sich abzusichern. Das geht hier um Optionen mit 30 Tagen Laufzeit, die aus dem Geld sind, out of the money sind. Wir sehen, wir haben jetzt einen Skew von 157, 158, alles ab 150 gilt als extrem. Also es gibt ein paar Leute, die sagen, oh, wir sichern uns mal ab und zahlen dafür auch einen relativ hohen Preis. Wir sehen VXV zu VIX, also praktisch die Volatilität der Volatilität oder die Volatilität der Volatilität zur Volatilität, könnte man sagen.
Und da sehen wir, da sind wir auf Niveaus, die allermeist dann sehr zeitnah eine Korrektur hervorgerufen haben. Das muss jetzt nicht heute sein, muss nicht morgen sein, aber wir sehen, dass der Markt anfälliger wird, die Luft dünner wird. Jetzt sagen die Leute, ja, das sagt der Fugmann doch immer, aber es ist ja auch derzeit so, dass wir auf Bewertungsniveaus sind, die, was die US-Märkte betrifft, eben extrem sind. Und du kannst eine Geschichte lange durchziehen und durchziehen und durchziehen. Und ich habe das erlebt vor der Dotcom-Blase, ich habe das erlebt vor der Finanzkrise. Da war ich auch ein Warnender. Da gab es ebenfalls Leute, die gesagt haben, ach Mensch, du bist doch so negativ. Und natürlich steigende Kurse, die bedingen Optimismus. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Aber gucken wir uns dann diesen Chart nochmal an. Das ist Gold in Relation zu dem S&P 500. Und wir sehen ja, dass sowohl Gold als auch der S&P 500 gestiegen ist. Und zwar mit einer Korrelation von mehr als 0,8. Wir sehen also, dass der S&P steigt, aber der sichere Hafen Gold eben auch steigt. Monthly RSI beim S&P 500 über 70, und das war dann für die Folgenjahre 1928, 87, 73 und 2007, da sind solche Tops markiert worden. Das heißt, diese enge Korrelation, dieses beides gut laufen von Gold und S&P 500 ist übergeordnet, vielleicht etwas, über das wir uns Gedanken machen sollten, ebenso wie, dass der S&P 500 sich komplett entkoppelt hat vom Arbeitsmarkt, hier gemessen an den JOLTS, den offenen Stellen in den USA, oder auch vom ISM-Index, den wir gestern gesehen haben. Für die Industrie war ein Ticken besser, aber nach wie vor schrumpfend, seit vielen, vielen Monaten schrumpfend. Also diese Divergenz zwischen Realwirtschaft, zumindest im industriellen Bereich, die Dienstleister laufen ja deutlich besser in den USA, und JOLTS, apropos JOLTS, die kriegen wir heute, und die Erwartung ist 7,49 Millionen, aber wir sehen, wie deutlich das nach unten geht, konstant nach unten geht, im Grunde seit Juli 2022, und da sind natürlich dann auch noch ein paar Abwärtsrevisionen passiert in letzter Zeit in Sachen Datenqualität der beiden Regierungen. Das wird heute ein Hingucker werden an einem sonst eher ruhigen Tag, und wenn wir uns mal anschauen, was ist denn eigentlich im November gut und was ist schlecht gelaufen, dann sehen wir, Banken sind gelaufen. Die Regulierung in den USA, wir sehen, dass Silber gut gelaufen ist, Gold gut gelaufen ist, aber auch der DAX ganz ordentlich gelaufen ist, der also verschiedene Aktienmärkte, auch der Nikkei zum Beispiel ganz ordentlich. Was nicht gelaufen ist, ist Portugal, ist der Bovespa, also Brasil. Wir sehen, dass der Yen-Dollar nicht gut gelaufen ist. Wir sehen, Öl ist nicht gut gelaufen. Also mal ganz interessant, so für einen Monat das zu gucken. Banken sind die großen Gewinner gewesen. Gestern die großen Gewinner, allerdings nicht die Banken, sondern die Tech-Werte. S&P und Nasdaq mit Rekordanstiegen, aber es war vor allem der Nasdaq mit etwa 1%, während der Russell leicht negativ war. Dow Jones hat sich dann noch ins Positive retten können, also schon eine ziemliche Divergenz, und wir sehen, dass gestern von den 11 Sektoren nur 3 im Plus waren, eben Technology, Consumer Discretionary, Tesla und Communication Services. Der Rest war negativ, vor allem Real Estate und Utilities. Unten sehen wir, dass die Magnificent Seven in der Summe ein neues Allzeithoch erreicht haben. Hier sehen wir nochmal die verschiedenen Indizes, aber eben auch, was Sie hier oben in der Grafik sehen, normalerweise sind die Nebenwerte, also die Werte aus dem Russell 2000, haben im Dezember die beste Saisonalität, hat erstmal anders angefangen, kann mit dem sogenannten Tax Loss Selling zu tun haben, also dass diejenigen, die auf Verlusten sitzen oder auf Aktien sitzen, die Verluste gebracht haben, dürfte nicht allzu viele geben, aber einige eben schon, dass die verkaufen und dann das steuerlich noch geltend machen können. Normalerweise ist so Anfang Dezember die Zeit dafür. Wichtig aber ist das, was im Semiconductor-Markt passiert. Und hier sehen wir, was ist das? Wir haben hier eine wichtige Unterstützung gehalten, haben aber eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation, und wir haben ja gesehen, Nvidia 179% gestiegen, gestern die Semiconductors deutlich gestiegen. Nvidia ist so ein bisschen schwach rausgekommen, hat so einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Hier sehen wir mal die Nvidia mit dieser Kerze, also nicht so richtig überzeugend, der heißt ja nicht, dass dieser Anstieg nicht imposant war, aber so ein bisschen die Dynamik ist raus. Wir sind ja zwischenzeitlich 14% gefallen. Jetzt diese Erholung, die aber so ein bisschen mau ist, die noch nicht so wirkliche Dynamik erzeugt. Apropos Tech, wir
haben einen neuen Ärgerfall für den Eluno, der getwittert hat, absolute corruption, denn er wird laut eines Richters in Delaware, der diese Auszahlung gestoppt hat an Elon Musk, ich glaube für über 55 Milliarden Dollar, die ihm da ausgezahlt werden sollten von Tesla, das hat der jetzt geblockt. Eluno ist nicht begeistert und begeistert ist die Fed, die in Gestalt von Waller jetzt gesagt hat, also derzeit tendiere ich dazu zu einer Zinssenkung im Dezember, wenn jetzt es keine Datenüberraschungen mehr gibt. Williams hat gestern gesagt, ja, wir sind ja knapp über dem 2% Target der Inflation, also dem Ziel, faktisch sind wir ja, was die PCE-Daten betrifft, die in Sachen Inflation für die Fed das Maßgebliche sind, bei 3,3%, also 3,3%, fast bei 2 ist doch noch ein kleiner Unterschied, könnte man sagen. Dann etwas Trauriges, meine Damen und Herren, Art Kashin ist gestorben, eine echte Wall Street-Legende, ich habe den mal gesehen an der Wall Street, wirklich ein toller Typ, der damals 2008, im Oktober 2008, am 24. gesagt hat, in einer Schalte bei CNBC, Moritori Tessalutant, die dem Tode geweihten, die Sterbenden, die grüßen dich, und er sagte damals, also wir sind wirklich extrem günstig. Der Abverkauf ist extrem, damals ja diese Lehman-Geschichte, also wirklich eine absolute Legende ist abgetreten. Das wollte ich hier auch mal zur Darstellung bringen, ebenso wie die Situation natürlich in Frankreich. Es sieht so aus, dass bis Ende der Woche dann dieses Misstrauensvotum jetzt passieren wird, nachdem der Premierminister es geschafft hat, nämlich Michel Barnier nochmal den Haushalt durchzubringen, indem er ein bisschen getrickst hat, einen Artikel aus der Verfassung ausgegraben hat. Aber das wird bedeuten, dass er wahrscheinlich in einem Misstrauensvotum abgesetzt wird. Das dürfte noch diese Woche passieren. Und wenn wir jetzt nach China kommen, meine Damen und Herren, dann sehen wir, der Yuan auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Jetzt gab es vorhin die Meldung, ja, es wird bald ein Treffen geben der Führung, um hier neue Maßnahmen einzuleiten. Hier sehen wir auch in der Security Times, die so ein bisschen das Sprachrohr aus dem Finanzsektor ist, der Regierung oder für den Finanzsektor. Hier heißt es, da muss mehr kommen an proaktiver Fiskalpolitik und more supportive monetary policy. Das schwächt allerdings den Yuan. Und auch der Zentralbankchef sagt, ja, wir müssen die Wirtschaft weiter unterstützen. Wir sehen übrigens, dass die Geldmenge M1 einen historischen Abfall hatte in China. Also da ist wirklich einiges am Dampfen. Es gab ja jetzt diese Beschränkungen für Chinas Zugang zu AI, Memory und so weiter, aber das Ganze ist nicht so scharf ausgefallen, deswegen eine Rallye aus diesem Sektor eben, die wir jetzt gesehen haben. Kommen wir noch nach Japan, hier Andeutungen, dass wahrscheinlich die Zinsen steigen werden durch Ueda. Die Inflation in Japan übrigens, die ist jetzt etwa auf dem Niveau der Eurozone, aber die Japaner haben ja immer noch faktisch Nullzinsen, während wir zwischenzeitlich ja über 4% waren. Und das bei einer Wirtschaft, vor allem in Deutschland, ich glaube der November war so ein Game Changer, der jetzt nochmal klar gemacht hat, wie dramatisch die Situation ist. Das sehen wir jetzt auch in der Autoindustrie, hier neue Daten vom IFO. Die sagen, verschlechtert sich rasant die Stimmung. Also es ist wirklich ein echtes Desaster und man weiß nicht, wie man da rauskommen kann. Der Markt China ist wahrscheinlich für die Deutschen verloren. Jetzt ist nur die Frage, haben sie noch irgendwie die Widerstandskraft, dass wenn die Chinesen hierher kommen mit ihren E-Fahrzeugen, dann das Ganze werden abwehren können. Und was macht die EZB? Kommt die große Zinssenkung? Die sind ja auch im Dezember jetzt dran. Hier mal ein Überblick über das, was EZBler sagen. Das ist die erste Empfehlung. Gerne weiter empfehlen, meine Damen und Herren. Und die zweite: Der DAX steigt auf ein neues Allzeithoch. Wie kann das sein? Das ist eine Analyse der Gründe, denke ich auch sehr interessant. Also diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.